Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Fall geht es darum, eine beliebige Verknüpfungsschaltung zu realisieren. Die Ausgangssituation ist also die, dass ich eine Wahrheitstabelle aufstelle, in diesem Fall mit drei Eingängen. Die Anzahl der Eingänge ist beliebig. Hier habe ich drei Eingänge gewählt, die üblichen Kombinationen aufschreibe, die hier möglich sind und dann irgendein Muster am Ausgang aufschreibe, so wie ich es gerade brauche. In diesem Fall mit drei Einsen, der Rest ist 0. Und dafür soll nun eine Verknüpfungsschaltung hergestellt werden, die genau das realisiert. Im ersten Beispiel werde ich dabei die Einsen auswerten. Der Grund dafür, dass ich die Einsen auswerte, ist der, dass weniger Einsen als Nullen im Ausgang stehen. Dadurch wird die ganze Sache etwas einfacher. Ich gehe nun her und lege für jede 1 am Ausgang eine Unverknüpfung an. 1, 2, 3 Unverknüpfungen. Diese drei Unverknüpfungen werde ich nun mit ihren Ausgängen auf eine Oder-Verknüpfung führen. Hier ist die Oder-Verknüpfung. Naja, und dahinter, das kann auch schon weg, ist halt der Ausgang. Das heißt, hier wird eine 1 auftreten, wenn hier eine 1 auftritt oder hier eine 1 auftritt oder wenn hier eine 1 auftritt. Immer dann wird der Ausgang Q gleich 1 sein. Das heißt, ich habe genau diese drei Fälle, diese drei Einsen, die hier auftreten. Ich muss nun nur hergehen und eine 1 an dieser Stelle auftauchen lassen, wenn genau dieses Eingangsmuster erfüllt ist. Also A ist 0, B ist 1, C ist 0. Das geht nun dadurch, dass ich A 0, B 1 und C 0 realisiere. Wenn denn also 0, 1, 0 an den Eingängen steht, A ist 0, macht dieser Inverter daraus eine 1. Es ist also eine 1 vorhanden am Eingang der Unverknüpfung. B ist 1, eine 1 ist am Eingang der Unverknüpfung vorhanden. C ist 0, durch den Inverter ist eine 1 am Eingang der Unverknüpfung vorhanden. Ich habe also drei Einsen hier am Eingang der Unverknüpfung, wodurch hier eine 1 auftaucht und somit auch der Ausgang zu 1 wird. Damit habe ich genau diesen Fall realisiert. Der zweite Fall ist der 0, 1, 1. Naja, das muss man jetzt im Einzelnen nicht mehr erläutern. Ich gehe einfach wieder her, invertiere den Eingang A, lasse B und C auf 1 stehen und damit habe ich genau diesen zweiten Fall abgedeckt. Und dann kommt noch der dritte Fall hinzu, 1, 0, 0, A ist 1, B 0, C 0. Also müssen B und C entsprechend invertiert werden. Somit habe ich alle drei Fälle abgedeckt und meine Schaltung wird genau das umsetzen, was ich hier in der Wahrheitstabelle vorgegeben habe. Die Schaltfunktion ist ähnlich einfach. Ich lege für jede 1 am Ausgang eine Klammer an, schreibe alle drei Eingänge in diese Klammer, verknüpfe sie jeweils mit einem Und. Ich habe also jetzt dreimal eine 1, das heißt drei Klammern, in denen jeweils alle drei Eingänge stehen. Na, und nun muss ich nur hergehen und die Eingänge invertieren, die 0 sind. Also dieser Fall 0, 1, 0, 0, A ist 0, B ist 1, C ist 0. Das mache ich entsprechend bei den anderen beiden Fällen und somit steht schon die Funktionsgleichung da. Das zweite Beispiel ist ähnlich dem ersten, einfach weil das damit übersichtlicher wird. Ich kann natürlich jede beliebige Schaltung so behandeln, wie ich das jetzt im Folgenden mit einer Schaltung tun werde, die ganz ähnlich dieser Schaltung ist. Ich habe für das zweite Beispiel einfach das hier alles umgedreht. Dann war also ein zweites Beispiel. Hier sehen wir das, da sind drei Nullen, der Rest ist 1. Da ich nun hier weniger Nullen habe als den Einsen, wird die Schaltung einfacher, wenn ich nicht auf 1 auswerte, sondern wenn ich auf 0 auswerte. Das heißt, ich gehe nun her und schreibe für jede 0 am Ausgang eine Unverknüpfung auf.
drei Nullen, eine Unverknüpfung, zweite Unverknüpfung, dritte Unverknüpfung. Führe wiederum die Eingänge entsprechend diesem Eingangsmuster auf die Eingänge der Unverknüpfung 0, 1, 0, A ist 0, B ist 1, C ist 0. Entsprechend verfahre ich hier bei den beiden weiteren Fällen, in denen der Ausgang 0 ist. Führe das Ganze wieder auf eine Oder-Verknüpfung und gehe dann nicht direkt auf den Ausgang. Denn wenn ich das machen würde, würde ja für diesen Fall 0, 1, 0, 0, 1, 0 hier eine 1 stehen. Die Oder-Verknüpfung würde eine 1 weitergeben. Es soll aber dann am Ausgang eine 0 stehen. Also muss ich nur hergehen und den Ausgang invertieren. Hier wird also noch ein Inverter reingesetzt. Und damit habe ich das auch schon wieder realisiert. In der Funktionsgleichung geht das Ganze dann so, dass ich einfach einen langen Strich über den Ausgang ziehe, hier über die ganze Funktionsgleichung ziehe. Dadurch wird zuerst diese Verknüpfung realisiert, genauso wie hier auch. Und das Ergebnis wird anschließend invertiert, sodass ich also genau wiederum das abbilde, was ich haben möchte. Das Ganze lässt sich tatsächlich auf jede beliebige Verknüpfungsschaltung anwenden. Somit könnte man jetzt meinen, dass man damit tatsächlich jede Schaltung realisieren kann. Leider ist das in der Praxis nicht so einfach, denn in der Praxis ist es häufig so, dass man noch Merker einsetzen muss oder Zeitglieder einsetzen muss. Das lässt sich dann leider nicht mehr so einfach realisieren. Aber solange der Ausgang in eindeutiger Weise nur von dem Eingangsmuster abhängt, so wie das hier in der Wahrheitstabelle abgebildet ist, kann ich das auf diese einfache Weise realisieren. Da kriege ich jede beliebige Verknüpfungsschaltung auf diese einfache Weise hin. Es ist allerdings auch anzumerken, dass dabei nicht unbedingt die optimale Lösung rauskommt. Also gerade dann, wenn mehr als drei Eingänge beteiligt sind, vier oder fünf Eingänge sogar, dann kann es sein, dass ich die Schaltung, die ich auf diese Weise aufbaue, doch relativ kompliziert aufbaue und somit keinen Optimalfall habe. Wir werden aber noch ein Verfahren kennenlernen, mit dem man dann einfachere Schaltungen herstellen kann. Ja, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich über ein Like und natürlich noch mehr über ein Abo. Herzlichen Dank.